Studenten erfassen Wanderwege. Wenn Ihnen heute im Vogtland solch ein Trupp begegnet sein sollte, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nicht Google und es sind auch keine Landvermesser, sondern... Wir Kartografen sind eigentlich diejenigen, die Landkarten machen, also die Daten unserer Kollegen von der Vermessung in Papier oder elektronische Form umsetzen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und im Rahmen des Studiums müssen die Studenten ein einwöchiges Praktikum im Gelände machen, um zu lernen, wie man Gelände aufnimmt, wie man Wanderwege überprüft, Wegeführung, also Zeichensetzung, Pfosten, kaputte Brücken, Straßenschäden und so weiter, um zum Beispiel eine Wanderkarte zu machen. 12 Studenten in 4 Gruppen waren im Vogtland unterwegs und erfassten 140 Kilometer Qualitätswanderwege. Auf dem Vogtland-Panoramaweg und auf dem Kammweg Erzgebirge Vogtland protokollierten sie mit modernen GPS-Geräten den Wegverlauf mit Angaben zur Oberfläche und Wegbreite sowie die komplette Wegweisung. Ich messe jetzt den Punkt hier, den Wegweiser, und es wird nicht nur einmal gemessen, sondern mehrfach ausgeglichen, sodass der Punkt dann immer wieder korrigiert wird, immer noch genauer wird. Die Datenerfassung der Hochschule ist eine Win-Win-Situation. Auch der Landkreis profitiert davon. Das heißt, der Student als solches kann praxisorientiert und tatsächlich mit einer Nachnutzung verbunden Daten für uns erfassen, die dann später bei uns im Geoinformationssystem des Landkreises zur Verfügung stehen. Im Herbst wird also hier die ausgewertete Datenfolge vorhanden sein und kann dann bei uns in dem entsprechenden Geoinformationssystem eingepflegt werden. 9 Kilometer hatte die Gruppe heute in Magnerkirchen aufzunehmen. Einen gemütlichen Feierabend gibt es nicht, denn... Morgen früh um 9 ist dann die Präsentation der Daten im Pfaffengut. Das heißt, Sie müssen heute Nacht durcharbeiten, um Ihre Daten fertig zu kriegen. Mehr zum Thema Wegverlauf und Infos aus dem Bereich Tourismus können Sie auf der interaktiven Karte des Vogtlandkreises abrufen.